Es ist Montag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gestiegen. Telegrafenmast, Einweihung in Kirchmöser. Und Winterreifen, ADAC testet die besten Modelle. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die neue Woche mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut vom Wochenende liegen bei 567,2. Die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag werden übers Wochenende wie immer nicht bekannt gegeben. In den letzten 7 Tagen gab es 411 Neuinfektionen. Seit dem Wochenende ist Kirchmöser um eine Attraktion reicher geworden. Denn der Telegraph auf dem Mühlenberg wurde eingeweiht. Maßgeblich verantwortlich dafür ist Ortsvorsteher Carsten Eichmüller, der das Projekt monatelang vorantrieb. Eichmüller kümmerte sich um Spenden, sammelte die ersten 55 Euro beim Havelfest auf der Bühne ein und initiierte mit Unterstützern eine Crowdfunding-Aktion. Das Geld kam zusammen, der Telegraph konnte neu gebaut werden. Zum Hintergrund des Telegraphen: von 1832 bis 1852 stand auf dem Mühlenberg die Nummer 8 der optischen Telegraphenverbindung zwischen Berlin und Koblenz. Übermittelt wurden die Botschaften dann einmal zum nahegelegenen Sitz in Steinberg und zum Marienberg. Von der Aussichtsplattform in Kirchmöser können Besucher nun die Umgebung genießen und etwas Geschichte erleben. Infos gibt es zum Beispiel auf Schautafeln. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die kalte Jahreszeit rückt immer näher und damit auch der jährliche Reifenwechsel. Wer von Sommer- auf Winterreifen wechselt, der sollte natürlich auch die richtigen Winterreifen nutzen. Deshalb hat der ADAC verschiedene Modelle getestet und die besten Winterreifen für Sie herausgesucht. Alle Jahre wieder stehen uns mit dem kommenden Winter nasskalte Monate bevor. Für Autofahrer stellt sich die Frage, welcher Reifen den Herausforderungen von Schnee, Nässe und Glätte dieses Jahr am besten gewachsen ist. Der ADAC hat 16 aktuelle Modelle für Kleinwagen und 17 für die immer beliebter werdenden Kompakt-SUV auf Herz und Nieren überprüft. Erfreulich ist das Ergebnis bei den SUV. Nur ein Modell bekam das ADAC-Urteil ausreichend. 12 Modelle sind jedoch mit leichten Einschränkungen empfehlenswert und 4 sogar besonders empfehlenswert. Mit der ausgewogensten Performance und einem durchweg guten Ergebnis glänzen der Continental Winter Kontakt TS870, der Dunlop Wintersport 5, der Goodyear Ultra Grip Performance Plus und der Michelin Alpine 6. Es macht Sinn, sich die ADAC-Testergebnisse immer auch im Detail anzuschauen. Wer zum Beispiel in einer wenig schneereichen Region lebt, kann die Werte im Fahrverhalten auf Schnee also eher vernachlässigen und den Fokus auf andere Eigenschaften legen. Das gilt genauso für Wenigfahrer oder Fahrer, die im Winter sehr viele Kilometer abreißen. Wenn wir bei den sehr empfehlenswerten Reifen nochmal ins Detail schauen, dann können sich beispielsweise bei den SUV-Reifen der Michelin- und der Dunlop-Reifen für Vielfahrer eignen. Die überzeugen mit besonders geringem Verschleiß. Das heißt, man hat eine hohe Laufleistung, kann den Reifen lang nutzen und belastet die Umwelt wenig. Wenn man in den Kleinwagenbereich schaut, würde sich für Vielfahrer ebenfalls der Michelin-Reifen eignen.
Auch bei den Kleinwagen beweisen vier Reifen ihr Allround-Talent und werden in der Summe mit gut bewertet. Der Continental Winter Kontakt TS870, der Goodyear Ultra Grip 9 Plus, der Semperit Speed Grip 5 und der Michelin Alpin 6 sind uneingeschränkt empfehlenswert. Bei 5 Reifen im Testfeld müssen die Tester jedoch vom Kauf abraten. So gab es aufgrund von Performance-Defiziten 4-mal das ADAC-Urteil ausreichend. 2 Reifen mussten sogar auf mangelhaft abgewertet werden. Wenn wir uns jetzt die beiden mangelhaften Reifen aus der Kleinwagenklasse anschauen, es handelt sich um Billigreifen der Marke Imperial und Wanli, und hier gezielt mal die Nässeeigenschaften beleuchten, dann sehen wir, dass diese beiden Reifen einen extrem langen Bremsweg auf nasser Fahrbahn haben. Zum Vergleich, der Bridgestone-Reifen hatte den kürzesten Bremsweg bei nasser Fahrbahn. Der steht aus 80 km/h bereits bei 0, während die Imperial- und die Wanli-Reifen mit knapp 40 km/h in das Hindernis fahren. Wäre das Hindernis jetzt ein Fußgänger, müsste man mit schweren bis tödlichen Verletzungen rechnen. Erschreckende Unterschiede also. Aber auch der beste Reifen bringt nichts, wenn er abgefahren ist, also nur über eine geringe Profilgröße verfügt. In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, bei Winterreifen muss man unbedingt darauf achten, dass man das Schneeflockensymbol auf der Seitenwand hat, denn nur dann darf man damit bei Schnee oder widrigen Bedingungen auch unterwegs sein. Und wichtig auch, wenn man auf die Profiltiefe schaut. Wenn die Profiltiefe 4 mm unterschreitet, das entspricht eigentlich dem Rand einer 2-Euro-Münze, wenn diese Mindestprofiltiefe unterschritten wird, empfehlen wir den Tausch der Reifen, weil Winterreifen mit weniger als 4 mm Restprofiltiefe Performance-Einbußen bei Schnee haben und insbesondere auch bei Schneematsch und Aquaplaning nicht mehr die Sicherheitsreserven bieten, die ein solcher Winterreifen bieten sollte. Wichtigste Frage für viele dieses Jahr: Werden die Reifen teurer? Laut Bundesverband für Reifenhandel sind aktuell Preissteigerungen zu erwarten bei den Winterreifen. Das liegt daran, aufgrund des Rohstoffmangels, des temporären und der steigenden Energiepreise. Unsere Empfehlung ist aber eindeutig, nicht aufgrund der etwas teureren Reifen auf ein Billigmodell umzuschwenken und dann die Sicherheitseinbußen in Kauf zu nehmen, sondern wirklich im Sinne der Verkehrssicherheit und im Sinne der eigenen Sicherheit gute und sichere Reifen zu kaufen. Und damit sind wir beim Wetter angelangt, liebe Zuschauer. Es bleibt in den kommenden Tagen überwiegend freundlich und sonnig. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Dienstag erwartet uns ein leicht bewölkter Himmel, dazu Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag ist der Himmel ebenfalls leicht bewölkt. Die Temperaturen steigen auf maximal 16 Grad. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Montag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Start in die Woche und sage Tschüss. Machen Sie es gut.